Moin! Im heutigen Video soll es nochmal um einen Mikrovergleich gehen, und zwar mein Beitrag zur durchaus ja schon geführten Diskussion zum Thema Shure SM57 und Behringer SL75C. Das Behringer sieht ja nun verdammt ähnlich aus wie das Shure und man könnte meinen, es ist ein Klon, klingt aber tatsächlich ein bisschen anders. Aber man kann es deutlich in Richtung SM57 bringen, für Gitarrenaufnahmen sehr praktisch. Und da ich vor kurzem tatsächlich nochmal wieder nach längerer Zeit ein SM57 gekauft habe, habe ich gedacht, ich mache nochmal wieder so einen Vergleich und nehme mal meinen JVM 410 über eine 2x12 Celestion Vintage 30 Box auf und positioniere die Mikrofone mal direkt nebeneinander und guck mal, was da so bei passiert. Und ja, da hören wir gleich ein paar Beispiele. Ich finde das Ergebnis sehr erfreulich, aber da sage ich nach dem Beispiel noch was zu. Und jetzt hören wir erstmal, was da so passiert. Okay, gucken wir doch mal eben. Wir machen das so, dass ich verschiedene Beispiele vorspiele. Und zwar clean und auch angezerrt, auch verzerrt, um die Sounds mal eben zu hören, die da entstehen beim Aufnehmen. Und jeweils erstmal das Shure und dann das Behringer in der bearbeiteten Version, also mit der Equalizer-Einstellung, damit man den direkten Vergleich hat. Und danach mache ich den Equalizer mal aus, dann können wir das Behringer mal eben alleine hören, was eben halt auch eine ganz brauchbare Farbe liefert, aber naja, mit Equalizer eben halt sehr nah an dem Shure dran ist. Wir hören mal eben das erste Beispiel. Dazu das Behringer mit EQ. Das Ganze nochmal. Behringer. Jetzt mal das Behringer unbearbeitet. Und nochmal wieder bearbeitet. Gehen wir mal in den Crunch-Bereich. Einmal das Shure. Und wieder das Behringer. Mit dem EQ. Und einmal wieder ohne EQ. Mal wieder eine Gainstufe rauf, Crunch Red. Es ist Shure. Und das Behringer bearbeitet. Cool.
nächste Gamestufe ist Overdrive 1, Amber. Und einmal wieder das Shure. Und einmal wieder das Behringer bearbeitet. Und einmal wieder unbearbeitet. Okay, als letztes noch eine Gainstufe höher, OD1, und zwar den roten Modus. Erstmal entweder Shure. Und das Behringer mit IQ. Und nochmal wieder ohne IQ. Okay, ich finde, man konnte in den Beispielen wunderbar hören, dass die Mikrofone, wenn man das Behringer bearbeitet, da gibt es ein sehr schönes Video zu den Frequenzen, die man da nehmen kann, von Julian Krause. Wenn ich daran denke, verlinke ich das Video im Text hier in der Beschreibung. Ich habe diese Empfehlung, die er da macht, noch ein ganz kleines bisschen angepasst nach meinem Geschmack, aber mich deutlich dran orientiert. Von daher großartig, was er da gemacht hat. Und ich finde, das Ergebnis ist sehr vielversprechend. Also ich finde, man kommt mit dem Behringer, mit der IQ-Einstellung extrem nahe ran an das SM57. Und wenn man sich dann das überlegt, dass das Behringer ein Fünftel von dem kostet, was das Shure kostet, könnte man in die Versuchung geraten, eben halt von den Behringern 2-3 zu kaufen und da eventuell mehr mitmachen zu können. Also ich fand den Vergleich wie immer sehr unterhaltsam für mich und auch sehr erkenntnisreich und hätte überhaupt keine Bedenken mit dem Behringer Mikrofon, mit den Anpassungen eben halt Gitarrenaufnahmen zu machen. Und naja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen was gebracht und mir auf jeden Fall. Wenn das so war, gerne Daumen hoch und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!